was bisher geschah. Guten Tag, meine Damen und Herren. Offenbar hat es jedes Team geschafft, Informationen aus dem Labor zu erhalten. Die Versorgungsgüter werden per Fallschirm über der verlassenen Stadt abgeworfen. Oh. 1-1. 11. Hier ist ein Loch. Aufpassen, ist wieder so ein Wasserding. Aber ohne Leitern diesmal. Es geht ganz durch. Sie kriegt richtig weit runter. Es sieht mir nach einem Rätsel aus. Mit einem Buch. Oha, warte mal. Was steht denn hier drin? Oh, 4 Seiten. Oh. Ein Sprung in die Tiefe. Doch bist du bereit? Krustenbratenladen. Da klingelt's irgendwie. Davor. Warte mal. Ja! Hier ist es! Was denn? bitte sag mir, es ist. Eine Lohnroute, 2 Slimeballs und 6 Leder. Nice! Und so geht es weiter. Tag, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Wasteland, wieder mit dem Moller. Hallo. Ja, und wir haben ein bisschen gerätselt. Und wir meinen, dass wir jetzt eventuell... Oh, ungültige Sitzung. Moment, ich muss anscheinend den Launcher kurz mal neu starten. So, jetzt aber. Okay. Ich habe noch normal ein zweites bekommen. So, der Tag, warte mal, ist das jetzt... Oh Gott, jetzt muss ich wieder am Schatten gucken. Ich glaube, die Sonne ist noch... Hat erst angefangen. Hat erst angefangen. Können wir das ja eigentlich gerade noch machen? Genau. Ach, wo seid ihr denn? Ihr sollt euch doch nicht bewegen. Die wandern eh immer überall rum, ne? Deine Schokobos. Ja, im Feld. Schon wieder ein schwarzes. Ach, fickt euch doch. So, ich pack mal meine Sachen jetzt weg. Oh, stimmt, aber einer meinte 25% Chance, ne? Siehst du, wie viele Weiße und Schwarze hier mittlerweile rumlaufen, ey? Das ist... Ach. Diese Schokobos. Achso, naja, gut. Dann wird... Genau. Und weil es geht ja hier um Leben und Tod bei dem Rätsel. So, warte mal. Schild tue ich noch runter. Das Eisenschwert kann ich mitnehmen. Gut. Ich tue mein Zeug auch mal in meine Schokobo-Kiste. Hab jetzt gerade keinen Platz mehr, großartig, sonst. So. Ach ja, die Rüstung, genau. Die Rüstung, das und das, alles ablegen. Und einmal ein Steinschwert müsste ja noch hier sein, oder? Ja, da haben wir ganz viele. So, nehme ich das mal eben mit. Ist ja auch noch kaputt, aber gut. Dann legen wir los, oder? Essen. Moment, Essen brauchen wir. Essen brauchen wir auf jeden Fall. Karotten habe ich mehr als genug. Gut. Bisschen Fleisch. So, dann mal auf geht's. So, hatten wir jetzt schon erklärt, wie wir zu der Lösung gekommen sind? Nein. Noch nicht. Okay, naja, komm mal auf den Weg machen, ne? Genau. Wo ging's denn jetzt nochmal lang? Das war so ein komischer Pfeiler, ne? Konnte man gut sehen. War das irgendwie hier so? Ich glaube, es war hier lang. Ne? Der wollte seine 3 Dinge da, den Wolf, Ziege und Kohl, ja, da vorne ist es, wollte der über einen Fluss bringen. Oh, wir hätten das Buch wieder mitnehmen müssen. Oder? Ja, das können wir ja gleich noch machen. Jetzt sind wir schon mal hier. Den Kohl und die Ziege nicht gleichzeitig alleine lassen und den Wolf und die Ziege nicht gleichzeitig alleine lassen und hat halt aber ein Boot, wo immer nur ein Ding reinpasst. So. Und will halt mit allen den Fluss überqueren. So. Und wir sind jetzt nach etwas längerem Überlegen auf den Schluss gekommen. Wie war es, dass er zuerst die Ziege mitnehmen muss, die rüberstellen muss? Genau. Genau, dann fährt er wieder zurück, das wäre das zweite Mal. Nimmt dann den Kohl. Tauscht dann auf der anderen Seite wiederum den Kohl mit der Ziege um. Tauscht dann wieder auf der anderen Seite Ziege mit Wolf um, das dann da wieder rüber und dann holt er die Ziege nochmal ganz zum Schluss weg. Aha. Und da ist ein Zombie. Ja, okay. Oh, wo bist du? Explosionsschutz und Haltbarkeit. Yay. Okay. All muss er überqueren. Genau. Und jetzt müssen wir da runter, oder? Ja, willst du? Ich würd mal sagen, ich gehe und falls was schief geht, kannst du ja noch oben bleiben. Okay. Ach, du Heilige. Okay, hier ist was auf jeden Fall. Komm hinterher, ist safe. Oder, warte, nee, bleib vielleicht trotzdem oben.
Wer weiß. Ja, okay. Ah, jetzt sind wir. Ha. Kisten. Die Scheiße. Nein. Hier war schon jemand. Nein. Ah. Ach, wie gemein. Okay, ich seh's. Geht's wieder hoch. Okay, oh. Gab's ja oft dann. Oh, nee. Oh, aber geiles Rätsel trotzdem. Ja, ja. Hat sich. Ah, hier wäre sogar noch eine dritte versteckte Kiste gewesen. Hm. Ach, wie gemein. Ach, schade. Alles leer. Da war jemand schneller. Wo bin ich denn jetzt? Wo bist du? Ich komme jetzt hinterher. Achso. Ach, Mann. Da haben wir uns so gut Gedanken gemacht. Aber die anderen Städte sind uns ständig überlegen. Das kann so nicht weitergehen. Das darf doch nicht sein. Na gut. Aber da das Rätsel eh gelöst ist, brauchen wir, glaube ich, das Buch auch nicht zurückpacken, oder? Ich glaube nicht. Ich meine, wir müssen es jetzt nicht wirklich noch jemandem antun, denselben Quatsch nochmal zu machen, ohne dann irgendwas zu finden. Ich denke, das ist sogar im Wohlwollen der anderen. Oh. Bevor die sich den Kopf zerbrechen und das Gleiche erleiden. Ja. Aber trotzdem, sehr, sehr schönes Rätsel. Ja. Vielleicht finden wir ja noch mehr. Was, ja, irgendwann anders. Ja. Ich meine, da drüben ist auch noch was, aber... Ja, wer weiß. Wer weiß. Gut. So, jetzt kann ich auf jeden Fall meine ganzen Sachen wiederholen. Mhm. Eieiei. So. Erstmal Felder. Ach, Mann, ey. Schade, wirklich schade. Ja, da hatte ich gedacht, ey, da haben wir wieder auf jeden Fall was. Zum Glücksgriff und dann, Tja, da machst du nix. So. Weiteres Vorgehen. Ja, also Chocobos kannst du gerade nicht weitermachen, oder? Weiß ich nicht, ob die schon wieder fertig sind und wieder bereit sind, Nachkommen zu zeugen. Ach genau, ich wollte den Tisch machen, fällt mir gerade so ein. Oh, Alter! Oh, Mann. Du hast die auch nicht wirklich unter Kontrolle, ne? Nee, ich habe auch nicht alle gezähmt. Mann. So, hier, komm mit. Raus hier. Oh Mann. So, ja. Ich brauche einen einzigen Diamanten. Okay. Ach ja, Diamanten haben wir genug. Oh, mein Schild. So. Denn ich muss mich ein bisschen der Blutmagie widmen. Ah. Denn nur so kommen wir an Leder und das brauchen wir. Das ist richtig. Das ist durchaus richtig. So, ich werde jetzt mal, wo ist denn das ganze Lab? Ach, da ist es. Genau, ich werde jetzt mal gucken, dass ich meine Spitzhacke ein bisschen verbessere mit, und mal gucken, inwiefern das jetzt was bringt. Ja, ich weiß es halt auch leider nicht. Da muss man am besten mal probieren. Ich probiere es einfach. Wenn es jetzt schief geht, wäre schlecht. Oh, hat den Erfolg. Bastler. Ach, warte mal, da muss man doch so ein Messer. So, jetzt habe ich hier 50 drauf. Von 450. Aber da wir in näherer Zeit, glaube ich, erstmal nicht mehr so viel davon bekommen, werde ich jetzt mal runter in die Mine gehen und meine Diamanten abbauen. Vielleicht bringt es ja schon mal ein bisschen was. Ja. Es wäre ganz schön. Ich hoffe es, ja. So, und ansonsten, immer wenn du irgendwie beim meinen Gravel findest, nimm auf jeden Fall den ganzen Gravel mit. Zum einen kann man ja die Schaufel leveln, wenn man möchte, und zum anderen mit dem Compressed Gravel, den kannst du ja schön durchsieben und da kommt dann auch hin und wieder mal ein Diamant raus. Oder eben auch Lapis. Ach, Sir. Ach, warte mal, jetzt habe ich hier 6, 7... Okay, mal sehen, wie unser Glück jetzt damit aussieht. Jo, wo war's denn? Etwas weiter hinten? Hier. Na gut, dann, das sind hier 4 Erze, so wie es aussieht. Ein. Nochmal ein. Nochmal ein.
Nochmal einen und nochmal einen. Okay, kein, also waren 5, aber kein, ja, Bonus. Oh. Teste das Ganze mal an Kohle, ob da irgendwas mehr bei rauskommt. Aber mir scheint, ne, 50 ist noch deutlich zu wenig. Aber gut. Nicht, besser, als hätten wir jetzt die Diamanten da ewig vergammeln lassen. Das stimmt. Ich meine, hätten wir das jetzt nicht mit dem Luck, hätten wir es so oder so abgebaut, von daher. Hm. Also Minus haben wir zumindest nicht gemacht. Nee. So, ich bin mal am Überlegen, ob ich vielleicht noch ein bisschen hier weiter rumbauen. Und, ist direkt Wasser. Wo kommt denn hier schon wieder Wasser? Das ist, ach, Mann. Aber gibt es hier nicht mal irgendwie, ich würde schon eigentlich noch gerne ein bisschen mehr bauen. Hier. Also Lapis finden wäre mir doch schon eine nette Geschichte. Glas. Haben wir irgendwo Glas? Ah. Glas. Oh, da hinten sind, glaube ich, nochmal Dias. Oh. Aber ich habe hier eine große Lava-Höhle. Oder ist es Tin? Ich kann es so schlecht unterscheiden. Was? Tin, Lava und Tin? Mein... Kannst du nicht unterscheiden? Was? Lava und Tin kannst du nicht unterscheiden? Nein, Diamanten und... Achso. Was? Nein, 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 nein. Hier ist irgendein krasser Zombie. Oh nein. Ist das der gerade verbrennt? Ich glaube, das war der gerade verbrannt ist. Okay. Oder ist das der... Nein, es ist der da hinten. Your first pick. Was ist das denn jetzt? Für die Blutmagie. Okay, da ist irgendein... Nein, nein. Aber das sind normale Zombies. Okay, es ist nicht so klug, das vielleicht hier draußen zu machen. Aber es ist für die Wissenschaft. Alles gut, alles gut? Ja, ja, ja. Ich hab mir ein bisschen Blut abgezapft. Das reicht noch nicht. Ach du Kacke. Oh nein. Der Zombie kann mich auf Feuer setzen hier. Nein, 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 nein. Das reicht für mich in der Mitte. Also ich bin unversehrt, aber ja, das. Nee, also das muss ich jetzt nicht haben. Und tschüss, ne? So. Diese Zombie. Ja. Immer neue Fähigkeiten. Einfach nichts normal hier. So. Bist du aber, eigentlich? Ja, ich bin jetzt hier gleich wieder oben. Okay, da komm mal zu mir. Du wirst mir doch jetzt nicht hier Blut abzapfen, oder? Nein. Nein, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen gelogen. Das war jetzt nicht so klug. Ups. Ich bin vielleicht ein bisschen zu weit runter. Wo bist du überhaupt? Oben halt. Bei unseren Pflanzen. Ach, da. Was hast denn du dafür? Oh Gott, du blutest ja alles voll, du lockst noch Zombies an. Nimm mal. Ja, er will mir Blut abzapfen, ich sehe. was muss ich damit jetzt machen? Rechtsklick. Oder. Wie jetzt? Hä? Geht nicht? Oder. Oh. Das doch. Soll ich das öfter machen? Ja, also, wenn es geht. Ah ja, pff. Ja, easy. Ah ja, da. Spenden, da habe ich noch nicht zurückgezogen, ja. Ach, das ist doch, wir sind doch hier gut genährt mittlerweile. Eben. Ah. Aber ja, es reicht tatsächlich noch nicht. Wie, es reicht noch, also es reicht aber wirklich mal für mich hier. Nee, also mein Blut ist schon wertvoll, ne? Da kannst du jetzt nicht einfach so hier, also. Im Dienste der Wissenschaft, ne? Aber auch nicht zu viel. Ah, okay, das braucht auch noch ein bisschen. Gut. Was genau hat das jetzt gebracht? Dieser Diamant, den ich da in den Atal gelegt habe, der wächst zu so einem besonderen Blutorb heran. Und mit dem kann man eben diesen Chemiestand bauen. Ah. Das ist ein bisschen, ja, abstrakte Wissenschaft, würde ich es mal nennen. Ah, das ist auf jeden Fall. Oh, es ist fertig. Also da, wo ich herkomme, da wäre das verboten gewesen. Es ist fertig. Es hat sich genährt. Schau es dir an.
Das ist ein Blutorb. Sicher, dass das nicht irgendein Bonbon ist? Au! Es ist kein Bonbon. Okay, sei vorsichtig. Du machst das nicht an mir, ne? Also du warst gerade ganz schön weit unten. Also, ne, das muss ich jetzt auch nicht haben, ne? Keine Sorge, der ist an mich gebunden. Okay. Aber umso besser. Jetzt sollte ich in der Lage sein, den Stand zu bauen. Okay, mach du das mal, ne? Also ich halte mich da raus. Ja. Also das ist mir alles zu komisch. Ich muss bei meiner Magie, muss ich ja nichts mit Blut anstellen. Mir reicht irgendwelche scheiß Steinchen oder so. Ja. Was ist denn jetzt eigentlich mein näheres und nächstes Vorgehen? Eigentlich würde ich sehr gerne mal meinen Außenposten bauen, so langsam. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, sich da auf den Weg. Vielleicht schon. Es ist fertig. Weil im Grunde habe ich ja jetzt hier. Das. Passt das alles rein? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das passt nicht ganz alles. Aber den Zauberstab brauche ich ja auch vorerst mal nicht. Oh. So, Werkzeuge. Haben wir irgendwo einen Eiseneimer? Eiseneimer. Da mache ich mir einen. Wir haben sehr. Okay. Ich belade mich jetzt mal komplett voll und werde mich auf den Weg auf eine große Reise machen. Außenquartier. Ich habe genug Holz, ich habe genug Stein, ich habe nicht genug Essen. So, daran muss ich denken. Okay. Wir haben ja hier ganz viel Weizen, das würde ich dann mal eben benutzen für eine ordentliche Ladung Brot. Haben wir noch Kies irgendwo? Ich bin voll bepackt, willst du mal eben das eine Weizen aufsammeln? Das kann ich leider nicht mehr mit mir tragen. Gut. Ja, brauche ich noch irgendwas? Im Grunde ja nicht. Okay. Hoffe ich. Meine Spitzhacke sollte noch aushalten. Das restliche Zeug hier kann ich so reparieren. Ja, ich würde sagen, ich mache mich mal auf den Weg hier. Und dann kann ich in nächster Zeit mal anfangen, einen gewissen Turm zu bauen auf einem gewissen Berg. Ich verstehe. Oh Gott. Ja. Ist ja bekanntlicherweise recht sicher. Da können wir ja einfach mal lang. So, mittlerweile kann ich ja eigentlich auch... Hier kann ich das irgendwie scannen. Nein, kann ich nicht. So Magie ist schon nervenaufreibend. Das glaube ich dir. So. Leder. So, aber hier das. 200. Jawoll. Kann ich leider jetzt nicht abbauen, habe leider keinen Platz. Aber ich werde mir da drüben eine hübsche Existenz aufbauen. Schön mit eigenen Kisten und allem, damit ich nicht ewig hin und her laufen muss. Sobald wir dann natürlich fliegen können, dann ist das nochmal... Na genau, warte mal, kann ich das hier? Habe ich das schon? Mein Taumometer zeigt mir bei diesem Eisenerz unter dem Eisenerz noch ein Entity an. Okay. Das heißt, unter mir werden wohl... Oh, jetzt ist es weg. Nee, da ist es wieder. Entity ZA Mod Entity Scanned Name. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Aber ich gehe davon aus, dass in dem Stein einfach mal Silberfische sind. Das kann sein, stimmt. Wäre jetzt so das Einzige, was mir unter Entity irgendwo an Steine einfallen würde. Kann ich denn Marmor scannen? Nein, Marmor hat anscheinend nicht viel mit Magie zu tun. Gut, hätte mich auch gewundert. Es hat funktioniert. Was? Ich habe Leder erschaffen. Du hast Leder erschaffen? Ja! Heißt das jetzt, wir haben unendlich Leder? Ja. Es kostet zwar ein bisschen Blut, aber gar nicht mal so viel Blut. Ja, Blut ist ja auch eine schöne... Ich sehe gerade, meine Aufnahmezeit ist leider schon wieder aufgebraucht, deswegen verabschiede ich mich hier an der Stelle. Du hast ja noch ein bisschen was, ne?
du, aber wir wollen ja hier nichts überziehen oder sowas, deswegen, ich bleib mal noch eben hier, ne, bei dir. Okay. Ja, ich mach nochmal 3 Leder, aber anscheinend geht das jetzt. Das ist gut. So. Gut. Okay. So. Generell, Tiere. Wie sieht es denn mit Tieren aus? Eher schlecht. Ich meine, es gab schon Schweine von anderen Teams. Also ich habe bei einem anderen Team ein Schwein gesehen. Angeblich. Oh, und? Aber mehr bis jetzt noch nicht. Und wie haben die das bekommen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es nur in einer Aufzeichnung mitbekommen. Ha. Ha. Interessant, interessant. Ah. Was es hier nicht alles gibt. Hm. Wir haben jetzt schon 12 Leder in der Kiste. 12? Oh. Ja, damit lässt sich doch was anfangen. Oh. Also sobald wir goldene Chocobos haben, sage ich dir. Wir rüsten uns alle aus zum Fliegen und dann sind wir eine unaufhaltbare Armada. Mhm. Und wie? Und machen damit keine Ahnung was. Aber wir können die Chocobos bepacken und die können Sachen transportieren. Das ist, glaube ich, für mich gerade mal eine gute Sache. Und meine Aufnahmezeit ist auch aufgebraucht. Jawohl. Allerdings würde ich diesen Altar aus Sicherheitsgründen mal vielleicht ein bisschen einbauen. Okay. Ganz gut. Bist du jetzt noch drauf? Oder? Ja. Ich bin. Ja. Jetzt bin ich dort. Gut. Okay. So, dann würde ich mal sagen, haben wir diese Folge dann doch ordentlich was geschafft, auch wenn unser kleines Rätsel, naja, etwas fehlgeschlagen ist. Nee, es ist nicht fehlgeschlagen, wir haben es gelöst. Es war ja, nur nee, jemand aber im schneller. Sinne von, ja, gut, ne? Aber trotzdem, es bleibt interessant und ja, mal sehen, wie es in den nächsten Folgen weitergeht. Mhm. Bis dahin würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, wenn ich... Oh, Leute.